Hallo und herzlich willkommen zurück zu LOG, Let's Play und so. Ja, ich bin jetzt in einer Fraktion, wie ihr seht, und ja. Ich werde euch jetzt hier mal ein bisschen was zeigen. Ich bin natürlich noch währenddessen im TS online, also im Notfall bin ich natürlich erreichbar. TS-Pflicht dazu. So, fangen wir mal gleich an. Wir sind in der Trucker Base, also ich bin Trucker. Donnerstag Praktikant, aber Sonntag, also morgen. Ja, werde ich jetzt weder Rang up oder ich komme raus. Das werde ich dann merken und ja. Ich weiß ja nicht, was von beiden, also mache ich jetzt mal schnell noch was. Also ein Video. Um. Ja. Also zeigen. So. Haben wir hier unten so ein kleines. Ja. Ist das Interior? Ich habe keine Ahnung. Aber nur so ein kleines Ding. Kann sich schon healen. Hab extra ein bisschen Leben übrig gelassen. Und. Hier kann man dann slash waschen und slash Toilette machen. Eigentlich zu blöd zu schreiben. So, geht doch. Hä? Achso. Ich dachte schon. Gut. Ja. Hier sind dann die Praktikantenfahrzeuge. Und das alles ist dann für Rang höhere, da werde ich jetzt auch nicht alles aus. Ich glaube, das ist von Rang 1 und das ist Rang 2. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Also, ja. So weit kann ich mich noch circa erinnern. Gut. Vorne an dem Pfahl kann man Aufträge annehmen. Und ja, hier stehen halt noch ein paar Auflieger rum. Und ein paar Trucks. Dann werden wir auch gleich mal einen Auftrag machen. Und ja, wenn wir dann unterwegs sind, werde ich mal ein bisschen was ansprechen. Aber ich warte noch, bis wir losgefahren sind. Also ja, das kann ich euch dann auch noch mal kurz zeigen. Hier kommt man raus aufs Helipad mit Enter. Kann ich mal kurz zeigen. Habe ich hier den coolen Heli stehen. Und eine sehr laute Enter-Taste. Und hier noch ein kleines Büro, das einfach da ist, weil es nicht da ist. Komisch. Weiße Punkte auf der Karte. So, dann können wir hier einen Lieferwagen befüllen. Ist nur noch in einen Gabstapler. Ich hoffe mal, ist gerade hier irgendwo ein voller. Oder einer. Ja, der geht. Also es ist hier leider sehr oft leer, aber es gibt zum Glück genug Member, die sich darum kümmern. Auch ich teilweise. Also, ja. Ich mag gerade ein verziehen können, dass der dabei hab. Schüttet den wahrscheinlich fast jeder der Fraktion rein. Hoffe ich. Ich habe jetzt auch schon, was soll ich vergessen, was ich sagen wollte? Fu! ja. Ich bin übrigens gerade noch am Sparen. Also ich habe erst 30.000 ausgegeben. Für jemanden, der der 30k minus war, habe ich dem mal 30k gegeben. Dann war alles gut. Ach ja, wenn wir das jetzt hier gemacht haben, dann können wir uns hier einen Auftrag annehmen. Trucker Terminal, da ich, ja, Praktikant bin, kann ich erst das machen. Soweit ich weiß, kann man die anderen erst ab Rang 3 machen. Ich bin mir jetzt aber da nicht sicher. Wo fahren wir denn hin? Wir können mal irgendwas Längeres fahren, damit ich ein bisschen Zeit habe, was zu sagen. So. Gehen wir mal davor. Wir prüfen kurz die, das sind jetzt, ich bin grad, Lieferwagen, genau, ob darüber genug Benzin drin ist. Also mache ich eigentlich immer, ich tue auch immer, sobald ich abgegeben habe, nochmal überprüfen, nicht, dass zu wenig Benzin drin ist und die Strafe zahlen muss. Ich nehme den mit mehr Benzin. So, können wir gleich losfahren. Das heißt, ich bin schon ganz gespannt, was ich ansprechen wollte. Und zwar wird es das Video wahrscheinlich erst nächste Woche bekommen, also wir haben mal Samstag, CD, 6. Juli und so. Und ja, vor ein paar Tagen habe ich meine 50 Abonnenten erreicht, wie ihr hoffentlich gesehen habt. Und ja, ich werde natürlich 50 Abonnenten-Special machen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich machen soll. Also ich habe mir gedacht, vielleicht, wäre es ganz geil, irgendwie einen Livestream zu machen. Mit ein paar Spielen natürlich würde ich auch hier drauf spielen und so. Und ja,
Ich habe mir gedacht, ich spreche einfach mal im LOG-Part an, weil ich es gesehen habe. Ich habe relativ viele Aufrufe auf den Parts. Also nach ein paar Tagen über 20 Aufrufe finde ich ja nicht ziemlich geil. Ja. Also erstmal danke hierfür, ne? Alles klar. Und ja, habe ich mal gefragt. Also wollte ich mal fragen, was ihr jetzt hier, die Zuschauer, was haltet von dem Livestream? Ja, wenn sich genug jetzt in den Kommentaren finden, die einen möchten, werde ich das machen. Das wird wahrscheinlich am, ja, keine Ahnung, 2. oder 3. August dann kommen, weil ich da erstmal richtig hart Sturm frei habe und ja, der dann auch etwas länger gehen kann. Also, sehr viel länger. Genau. So, was habe ich denn davor? Ich habe mir gedacht, ich fange den so nachmittags bis abends an. Doch vielleicht eher nachmittags. Vielleicht auch schon 14, 15 Uhr so rum. Weil mir jetzt noch keine genaueren Gedanken gemacht um eine genauere Uhrzeit. Ja, das sollte so circa gehen. Und den dann halt bis in die Nacht reinführen. Ich weiß nicht, wie lang jetzt. Der kann lang werden, nicht lang. Vielleicht ist er auch schon am Abend zu Ende. Vielleicht geht er noch bis 12 Uhr nachts. Das wird sich alles ergeben, wie viele Zuschauer da zuschauen und ja, wie viele dann eben nicht mehr zuschauen gehen müssen und so. Oh, bin ich vorangehaut. Ja. Also ich finde das eigentlich geil. Vorgenommen zu spielen habe ich mir auf jeden Fall SMP, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen GTA 4. Was soll ich denn noch rumliegen? Wir können auch Rainbow Six Vegas zocken. Oder ich. Ein Horrorspiel habe ich mir vorgenommen, wenn es da Nacht wird. Und dann so richtig schön dunkel ist. Und ich so allein hier bin. Oh ja. Wahrscheinlich ziemlich lustig. Also, wie gesagt, wenn ihr zuschauen würdet beim längeren Livestream, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Oder wenn ihr noch Spielevorschläge habt, dann bis vor kostenlosen Spielen oder eben auch vor kostpflichtigen, könnt ihr mich anschreiben, ob ich die habe. Ja, Geld habe ich zurzeit keins, also würde ich mir auch keins kaufen können. Also, meiner Meinung nach war das eigentlich eine ziemlich coole Idee. Ich würde natürlich auch alles mit aufnehmen und dann im Nachhinein auf YouTube hochladen, damit die, die da nicht können. Also, von einem habe ich schon gehört, der kann nicht BZW vielleicht auf dem Handy. Aber halt so, jetzt kann er mal zuschauen, kann er leider nicht. Also für die dann halt, würde ich das dann noch im Nachhinein alles auf YouTube hochladen. Also so komplett in, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde Parts. Das dauert ja gar nicht so lange, die hochzuladen mit meiner Internetleitung, als es geht. Ich würde nicht sagen, dass ich die beste Internetleitung habe, aber doch habe ich. Nein, nicht so gut. Es geht. Na doch gut. Ach, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, einfach mal in die Kommentare mit eurer Meinung. Ich werde auch noch wahrscheinlich ein bisschen was in die Beschreibung schreiben. Ach, jetzt habe ich so vergessen. Naja. Wir werden dann wahrscheinlich auch noch, ja. Also wenn ich dann auf LG spiele, werde ich dann wahrscheinlich ein Leader anschreiben, ob ich dann eben mal vom TS oder von der TS-Pflicht erlöst werde. Vielleicht kann ich dann halt nicht so lange hier spielen. Ja, nur eine halbe Stunde oder so, weiß nicht. Ja, ich kann auch fragen, ob, ja, oder vielleicht in einen Channel gehen und wer da reingeht, muss er damit rechnen, dass er damit drin ist. Ich weiß nicht. Ich werde einfach mal nachfragen, wie das ist, ob da sich irgendwas machen lässt. Mal gucken. Und ja. Was dann nicht auch, also. Ich weiß auch gar nicht noch gar nicht, bei welcher Website und so ich das machen werde. Da muss ich mich erst informieren. Aber ich habe ja noch jetzt fast einen Monat Zeit, also das sollte genügend Zeit sein. Ich werde es auch versuchen, das Video so schnell wie möglich hochzuladen. Also vielleicht kommt es schon morgen oder heute. Ich weiß nicht. Jetzt wäre eigentlich eine ganz lustige Idee, das jetzt gleich, dann gleich hochzuladen. Wenn ich erst die alten Aufnahmen verbrauchte, aber so viel habe ich da gar nicht aufgenommen. Ich glaube nur eine, okay, 1,5 Stunden zu viel. War das 1,5 Stunden? Ich weiß nicht. Puh. Ich bin falsch gefahren. So. Ich brauche jetzt noch irgendwas zum Reden. Ja. Sonst, also wenn jetzt sich hier mehrere finden, die jetzt irgendwie sagen, nee, ey, überhaupt keinen Bock oder ist sich eben keiner meldet, der kommen will. Ja. Einfach mal andere Vorschläge in die Kommentare, was ich machen könnte. So als,
ja, eben was ich machen könnte. So, wir müssen dann noch gleich tanken gehen, weil man braucht mindestens 70 Liter. Da kommt man eine Strafe. Ich muss auch aufpassen, ich habe es nämlich vorhin glücklicherweise geschafft, in eine Tankstelle erstmal frontal reinzufahren. Ja, dann erstmal schön 5000 zahlt für den Schaden. Das hat wehgetan. Das hat sehr wehgetan. Oh ja. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich auch schon 40k. Ja. Ich werde es aber wahrscheinlich auch gleich die Aufnahme beenden, wenn ich wieder da bin. Aber dass ich nicht so lange vom TS abwesend bin. Und ich deswegen keinen Ärger bekomme. So. Also jetzt nochmal, wie gesagt, wer Bock hat, einfach in die Kommentare schreiben. Ach, was könnte man dann schreiben? Ach, keine Ahnung. Einfach schreiben, dass man kommt und vielleicht ein paar Uhrzeitvorschläge, wann man das machen könnte. Ich fände den Freitag einen ganz schönen Tag. Ja, ich glaube, Freitag wäre ganz passend. Also wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ich jetzt, ja, keine Ahnung, schon um 14 Uhr oder 15 Uhr anfangen soll. Oder meinetwegen erst abends um 19 Uhr, 18 Uhr. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie es aussieht mit euch, mit Zeit haben und so. Oder wie lange ihr jetzt gucken könnt. Ja. Keine Ahnung, also wie gesagt, einfach mal alles in die Kommentare, was euch dazu einfällt. Ich hoffe, ich werde überhaupt Kommentare bekommen. Aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch, weil meine LG-Parts haben ja, wie gesagt, schon immer einigermaßen gute Aufrufe. 20. Na, ist eigentlich für mich ganz gut. Geht. Bin eigentlich überrascht von gewesen. Hatte ich nicht erwartet. Es gibt immer mal wieder Überraschungen. Wenn wir gleich mal tanken gehen. Liter dürften reichen, um anzukommen, weil wäre jetzt auch blöd, würde ich mein ganzes Geld hier verbrauchen, um dann ja, eben hier das ganze Geld verkaufen. So, kurz, ich kann mal kurz sagen, wie viel ich so circa verdiene. Und zwar, wenn ich durchfahre, verdiene ich so circa 5k pro Payday. Ist nicht so viel, aber ich meine, es macht doch mega viel Spaß und ja, die anderen Leute hier sind auch mega geil drauf und so. Macht auf jeden Fall mäßig viel Bock. Ja. AT. War das das große Flugzeug? Das war das große Flugzeug. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Ja, der Part ist auch noch schon fast wieder zu Ende. Wir fahren jetzt nur noch kurz zurück und das war's dann. So, vielleicht komme ich jetzt noch in eine Verkehrskontrolle. Jo, oder? Ja. Hatte ich schon erwartet. Da denn jetzt Trucker sowas ziemlich oft passiert. So, immer schön nett sein. Ich weiß, wie das geht. Show Lizenze 106. Oder das ist auch 3D 106. Ach, ich verschreibe mich immer. Show Perso 106. Show Fracht, da ich Zocker bin. 106, damit ich hier nicht irgendwas Illegales mitnehme. Oder so, der wird mich jetzt wahrscheinlich noch kurz untersuchen. Oder mich fragen, ob er mich untersuchen darf. Wenn nicht, muss ich mit aufs PD. Sag ich doch. Ja, komm mal. Geht klar. So, hier mal voll auf den Trucker-Checker machen. Und natürlich schön jetzt sein. Und sozusagen mal Ärger von den Bullen. Natürlich netten Polizisten. Ich bin falsch gefahren. Puh! Und die 5 Liter werden bis dahin nicht mehr reichen. Da werde ich noch kurz tanken müssen, dann kann ich auch gleich ein Problem zeigen, was ich gefunden habe. Was auch nicht irgendwie jetzt Bug oder so ist. Ist einfach halt ungünstig. Ja, ungünstig trifft's.
So, natürlich hier wie immer schöne Hintergrundmusik. Oh ja. Ich hoffe, ich klinge jetzt ja auch nicht irgendwie müde oder so oder keine Ahnung. Ja, weil ich noch ziemlich müde bin. Obwohl ich heute schon mal 8 Uhr aufgestanden bin. Also ich habe halt echt erst 7 Stunden Schlaf gehabt und wenn ich 7 Stunden schlafe, bin ich immer müde. Das geht bei 4 BZW 2 Stunden Schlaf viel besser. Also habe ich nicht so müde. Es ist einfach komisch, einfach komisch. Aber ich bin jetzt hier durch das, wie kann ich das jetzt sehr professionell ausdrücken, durch das, viele Reden sinnvoller Dinge etwas wacher geworden. Okay, ich sollte es gar nicht versuchen. Es endet sowieso schlecht. So, ja. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal mit der Sache mit dem Livestream hinweisen würde, ich glaube, da würdet ihr echt denken, ich denke, ihr seid dumm. Ja. Und das will ja niemand. Hoffe ich. Glaube ich. So. Hier haben wir auch noch die SAP Base ganz in der Nähe. Ich weiß gar nicht, ob wir da inzwischen wieder reinfahren können. Also ich sag mal kurz, da gab es einen kleinen Vorfall zwischen Truckern und SAAP. Mehr würde ich jetzt dazu mal nicht sagen. Haben wir jetzt hier so. Wir dürfen nur an der Straße vorbeifahren, wir dürfen dann nicht mehr ins Gelände. Ja. Ist eben etwas eskaliert. So, wer kommt da? Kenne ich nicht. So, dann sind wir auch gleich da. Und die zweite, da können auch eigentlich versuchen, das einfach. Weil ich nicht schaffe, dann natürlich wahrscheinlich kurz vor der Base nochmal umdrehen und zurückfahren. Schnell die Kurve schneiden. Komm! Ja, zum Glück. Ich noch 2 Liter. Meine 70. Liter gehört ja auch dazu. Aber jetzt noch 2 Liter weggehen, dann habe ich verkackt. Wenn nicht, dann fahre ich halt gleich nochmal im Anschluss damit. Aber ich denke, ich schaff's. Ja, ich schaff's. So. Ja, ich würde mal sagen, perfekt abgeschätzt. Ja, das war's auch wieder für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wie immer nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.